Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Ist unser kleiner süßer Jude nicht mal bei? Ja, scheinbar nicht mehr. Oh, schade. So, ich habe Umbrina vorne zum Scannen. 101 Bubus. Oh, mir wird schwindelig, wenn ich alle zugucke beim Laufen. Aber Pixel ist nicht mehr bei. Schade. Na gut, mal gucken, welcher Boss jetzt auf uns zukommen wird. Ich bin gespannt. Und dann muss ich gegen dich kämpfen. Es kann doch nur noch irgendwo hier sein. Da kommt jemand. Geht doch noch nicht zum Boss. Warum nicht, wo er sich versteckt hat? Hallo, wo seid ihr alle? Habt ihr euch da festgehakt? Höchstwahrscheinlich hat sich Pix auch irgendwo festgehakt. Kann natürlich sein. So Leute, ich würde mal sagen, es geht los. Das Sternjuwel, es ist zum Greifen nah. Wow, Mario, da ist es ja, das Sternjuwel. Hey, schon wieder dieser Kerl. Das suche ich und suche und da fällt es mir einfach in die Hände. Das Sternjuwel, endlich, was für ein Glück. Aber wen sehe ich denn da? Ist das nicht der Trottel, der in meine Falle getappt ist? Und der noch dazu das Pech hat, das Sternjuwel nicht zu bekommen? Oh, mein Mitleid ist grenzenlos. Aber ich habe einen Trostpreis für dich. Willst du wissen, was es ist? Es ist der Auslöser für eine Zeitbombe. Boom, und dieser schöne große Baum wird in alle Winde zerstreut. Natürlich mit allem, was so drin ist. Ich für meinen Teil habe genug von diesem morschen alten Baum. Also auf Nimmerwiedersehen. Mario, ich denke, wir sollten ihm hier schleunigst verschwinden. Aber Halla, hier bei Fee. Ohne Kampf mit Zeitdruck, das kann ich doch nicht. Zumindest sind die Gegner schnell down. Aber ich muss eigentlich alles einmal dann später. Aktivieren, bitte. Oh Gott, ich kann noch nicht bei Zeitdruck arbeiten. Wo bin ich? Ah, ich bin hier. Okay, dann einmal hier lang. Und hier lang. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Aber ich denke mal schon.
hoffe, ich lasse hier niemanden zurück. Oh nee. E-Kester. Los, 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 alle rüber. Am Mist. Am Mist. Wir müssen hier raus. Wer bist du denn, du Google, denke ich mal. Ey, lass mich durch, du alte Hexe. Bursche, wie hast du mich gerade genannt? Hast du mich eben eine alte Hexe genannt? Da gefällt etwas mehr Respekt vor dem Alter. Auch wenn es mich mein Leben kostet, ich muss dir jetzt mal was erzählen. Was soll das, du verdrecktes Fossil? Also damals, ich war noch ein blutjunges, lebenslustiges Ding. Autsch, das war zu viel um meinen Hexenschutz. Das kommt davon, mir eine Gardinenpredigt halten zu wollen. Hey du, da bleib doch mal stehen. So kommst du uns nicht davon. Also du gibst uns jetzt schön das Sternjuwel zurück. Und dann wirst du ganz schnell diesen Wald verlassen. Zumindest werde ich wohl erst einmal den Zünder ausschalten. Oh, danke schön. Ihr kleinen Pestbeulen, ihr lasst mir keine Wahl, also beklagt euch nicht. Los geht's, Kozibot. Ihr werdet viel Spaß haben mit unserer neuesten Entwicklung. Na, schottern euch schon die Knie? Ist schon beeindruckend, unser Kruzibot, oder? Aber das ist noch gar nichts. Ich werde euch jetzt zeigen, was dieser Monster so kann. Oh, wirklich beeindruckend. Aber wenn mich meine für gewöhnlich unfehlbare weibliche Intuition nicht trübt, stimmt irgendwas nicht mit dem. Ich mach mal einen ganz normalen Sprung. Eine sehr gute Verteidigung. Und dann würde ich einmal hier austauschen zu Kuprina. Los geht's. Hier kommt der Kruzi-Stampfer. Na, zwei Schaden, das geht ja. Dann kannst du schon mal scannen. Das ist ein Kruzibot. Kruzillus steuert diesen Kruzion-Roboter. Maximale KP 30, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Besonders gefährlich ist sein Kruzi-Stampfer, klar, der ist ja auch eher groß. Er kann auch seine Arme abtrennen und diesen separat angreifen lassen. Für die Arme gilt maximale KP 2, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Die Arme sind ziemlich stark, vielleicht solltest du sie zuerst ausschalten. Wie findest du eigentlich das Design von diesem Kruzibot? Ich weiß ja nicht, pink? Ich kann die Arme noch gar nicht zerstören, deswegen setze ich einfach meine Stampfattacke ein. Prima! Aua. Ich weiß nie, wann ich blocken soll. Komm, ich setze jetzt den Kopfnuss ein. Punkt und Punkt. Das war noch lange nicht alles. Schaut mal, was mein kleiner Freund noch so alles kann. Das wird euch aufwärmen. Oh,
kein Problem. Da sind die Ammer schon mal weg. Oh, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Mist, voll vermasselt. Komm, ich mach nochmal eine Dampfattacke. Ach, dann kann ich doch mal. Ich mache jetzt einfach mal Kopfnuss. Und dann nehme ich jetzt hier einmal Item und setze Eis auch ein. Ich weiß nicht, wie ich das blocken soll, deswegen. Machen wir mal eine Multikopfnuss. Mist, ich hab's verpasst. Ach ja. Drei Schaden. Nett. Oh. Wo geht das nicht? Aua. Immerhin geblockt. Na, dann einmal wieder Stampfattacke. Mist, ich wollte A drücken. Aber sollte man eigentlich überleben. Das kann doch nicht wahr sein. Doch kann es. Oh, wie soll ich das nur General Grotius erklären? Eines Tages werde ich es euch heimzahlen. Oh, da ist der Pixel. Opas Grotius, warte doch auf uns. Rückzug. Hat irgendwas von Shy Guy. Geschafft, Mario. Endlich wird unser Baum wieder so friedlich werden, wie es immer war. Wie die Legende besagt, dieses Sternjuwel gehört jetzt dir. Du erhältst ein Sternjuwel. Deine Sternenergie beträgt jetzt 3. Mario lernt die Sternattacke Paralyse. Kapitel Ende. Das bleibt für mich Kapitel Ende und nicht geschafft. So besiegte Mario Grotius und erhielt das zweite Sternjuwel. Die Armee der Grotiusen wurde vertrieben und der Friede kehrte zurück. Der Wunderwald war wieder erfüllt vom fröhlichen Geplapper der Bubus. Aber die Grotiusen werden diese Schmach wohl nicht auf sich beruhen lassen. Sie werden alles unternehmen, um Marios Pläne zu vereiteln. Speichern. Was sagst du? Du kannst Grotius nicht erreichen? Jawohl, wir warten auf einen Bericht von ihm, aber... General, bitte Erlaubnis zum Reden. Was ist denn? Erstatte Bericht.
Offensichtlich hat Maro das Sternjuwel aus dem Wunderwald erbeutet. Was? Was ist mit Crocillus und dem Schattentrio? Bedauern mitteilen zu müssen, dass sie alle von Mario vertrieben wurden. Dieser Mario sollte man wohl nicht unterschätzen. Habt ihr etwas über die restlichen Sternjuwelen Erfahrung gebracht? Bitte um Vergebung, General. Wir befinden uns gegenwärtig auf der Suche nach diesen Steinen. Eins in Logatsburg, dann eins im Wunderwald. Dann unser Sternjuwel aus Rohlingen, das macht zusammen drei. Bleiben also noch vier Sternjuwelen. Setzt die Suche fort und pass auf, dass euch Mario nicht wieder zuvorkommt. Zu Befehl. Mario scheint tatsächlich diese Karte zu besitzen. Na gut, von nun an werdet ihr jeden seiner Schritte verfolgen. Zu Befehl. Sehr auf der Hut, Mario. Ich hab aber keinen Hut. Wobei, Mario hat eine Mütze. Na Gott, zählt. Mario, wenn meine Mail gelesen hat? Ach, und wie läuft wohl das Leben im Palast? Vielleicht kann ich nie wieder auf rauschenden Bällen tanzen. Was soll nur aus mir werden? Erstmal eine Dusche nehmen. Das darf ich doch, oder? Zieh ich keine Unterwäsche an? Das hat gut getan. Die Tür scheint abgeschlossen zu sein. Oh, das war sicher Tech. Oder Tech. Sagen wir mal Tech. Scheint nicht zu funktionieren. Immer noch nicht. Hallo Tech. Here I am. Guten Tag, Peach. Danke, dass du gekommen bist. Ist meine Mail an Mario angekommen? Ihr Empfänger Mario bestätigte den Erhalt der Mail. So, ein Glück. Was gibt es heute? Sicher möchtest du etwas über die Liebe wissen? Habe eben gehört, dass du im Ballsaal tanzen möchtest. Du, hast das gehört? Bitte, Verzeihung, bin auf Überwachung der Prinzessin programmiert. Meine Reaktion auf deine Worte war, ich möchte mit dir tanzen. Diese Reaktion ist mir unverständlich, muss diese analysieren. Sie analysieren? So etwas kann man doch gar nicht analysieren. Wenn man etwas zusammen tun möchte, das ist Liebe, denke ich. Aber du, also du bist ein Computer. Prinzessin Peach, bitte, tanz mit mir. Moment mal, wie könnte ich tanzen? Das, wie soll ich sagen? Wie soll das gehen, dass ich mit dir tanze? Wie wäre es hiermit? Ich? Hast du das etwa gemacht? Na gut. Komisches Gefühl, mit sich selbst zu tanzen. Ja, fragst Sabrina Spellman aus Chilling Adventures of Sabrina, sie hat mit sich selbst getanzt. Drücke den Knopf, dessen Symbol auf dem Bildschirm vollständig aufleuchtet. Okay. Prima. 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 Prima Mamma Donna.
Na, so schwer ist es jetzt nicht. Okay, das macht schon Spaß. Die Minispiele zwischendurch. Exzellent. Prima. Exzellent. Danke, Peach. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Was? Das also ist... Was? Heck? Zum Dank für das Tanzen kannst du eine Mail schicken. Gib mit der Tastatur den Empfänger und deine Nachricht ein. Fertig, kannst du es abschicken? Nachricht verschickt. Bitte geh auf dein Zimmer zurück. Muss die neuen Daten sofort analysieren. Die Daten, die den eben erfahrenen Spaß verursacht haben. Du bist schon ein seltsamer Computer. Falsch. Ich bin der klügste Computer der Welt. Gute Nacht, Peach. Dann geht es jetzt zu Bowser rüber. Davor muss es sein. So ist es, euer Scharfsichtigkeit. Meines Wissens wurde die Prinzessin in dem Dorf östlich von hier gesehen. Sehr gut, Kamikupa. Dann ist das unser nächster Ziel. Ihr seid unglaublich männlich, euer Heißatmigkeit. Auf geht's. Ich hab unendliches Leben. Wait, also... Hey. Geil, wie lange ist das denn? Fleisch, gib mir Fleisch. Noch mehr Fleisch. Wie geil ist das denn? Okay, das ist geil. Herzlich willkommen im Blütenwürfel. Alle in Deckung, Koopas und Killer zuerst. Ich will doch gar nichts von diesen Witzlingen. Also, wo ist die Prinzessin? Euer Verknalltheit, seht nur da. Oh, meine Prinzessin. Ich habe dich überall gesucht, du Holde. Freust du dich nicht? Der gute alte Bowser ist gekommen, um dich zu retten. Warum so still? Komm mit, ich zeige dir meine renovierte Festung. Die freudige Überraschung hat ihr ohne Frage die Sprache verschlagen. Die Herzen der Frauen sind unergründlich. So, das ist also die wahre Damenhaftigkeit. Nun, eine schweigsame Prinzessin ist auch sehr attraktiv. Nein! Mein Schatz, mein lebensgroßes Prinzessin Peach Poster. Das gebe ich auf gar keinen Fall her. Poster? Ich
Ich kann nicht mehr. Oh, 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 das kann doch nicht. Was bin ich nur für ein Idiot? Entschuldigung, ich hab dich klar. Mario, vielen Dank für alles, was du für uns getan hast. Endlich können wir wieder in Frieden hier leben. Musst du wirklich schon gehen? Schade. Aber wenn immer du meiner weisen Ratschläge bedarfst, bist du herzlich willkommen. Wir alle werden uns freuen, dich wieder zu sehen. Von nun an werden wir aufpassen, dass so etwas nie wieder passiert. Ich hoffe sehr, dass du die restlichen Sternjuwelen schnell findest. Vielen Dank, ich bin sicher, dass wir uns bald wiedersehen. Bis denn. Bis dann, Mario. Tüdelühü. War hier nicht doch irgendwo? Ich hau einfach mal kurz hier drum rum. Kann ja sein, dass hier irgendwo was. Ah. Aber ich bin mir auch halt ziemlich unsicher. Aber gesagt, alle Sternsplitter ist jetzt nicht so mein Ziel. Nur dann gehen wir mal zurück. Wir müssen ja zum Äonentor und unser nächstes Ziel raussuchen. Mal raus hier. Hier raus. Und einmal hier rein. Oh, eine Mail. Mario, hast du nicht gerade eine Mail bekommen? Lass mich mal kurz mein DS öffnen. Mario, wahrscheinlich machst du dir große Sorgen um mich, aber es geht mir gut. Wie mehr mache ich mir Sorgen um dich? Meine Entführer scheinen wie du intensiv nach den Sternjuwelen zu suchen. Ich versuche herauszufinden, was sie planen. Wenn ich etwas erfahre, werde ich dir wieder schreiben. Pass gut auf dich auf. Peach. Es scheint der Prinzessin gut zu gehen. Freust du dich, Mario? Solange es der Peach gut geht, geht es Mario auch gut. Aber unser Ziel ist jetzt das Äonentor. Und noch ein bisschen Erfahrungspunkte mitnehmen. Habe ich vielleicht noch irgendwas zum... wir können ja mal Maxi-Beben machen. Drück im richtigen Moment. Ah, okay. Oh, der Stern wird ja immer größer. Mist. Da war ich zu langsam. Aber vielleicht reicht das ja aus. Gerade so. Oh, ich bin ja voll geheilt. Das ist sehr nett. Mehr Erfahrungspunkte wären mir viel mehr gewesen als mehr Geld. Boah, gegnerischer Erstangriff. Autsch. So, dann setze ich doch mal Erdbeben ein. Und du machst einfach mal kurz hier eine Schaueinlage. Weißt du was? Dann machst du bitte noch mal eine Schauanlage. Und du kannst hammern. Weil dann ist nämlich schon der zweite Kreis voll. Erster Angriff erfolgreich. Ja kaum was gebracht. Dann nochmal hier.
Eine Showanlage. Und du kannst Erdbeben machen. Deswegen, ich nehme jede Erfahrungspunkte jetzt mit, weil wir sind kurz vom Level ab. Aber ich sehe auch schon, dass wir die halbe Stunde geknackt haben. Deswegen würde ich mal sagen, wo ist denn die Röhre? Kommt vielleicht noch ein Gegner? Falls noch ein Gegner kommt, machen wir noch die Gegner dieser Folge und dann gehen wir in der nächsten Folge zum Millionentor. Ah, wir sind eh schon hier. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt noch hier rein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin. Tschüss.